Herzlich willkommen zurück, der High Hunter und ich. Wir sind mal wieder auf dem Weg und jagen den nächsten der Big Three. Wir müssen weiter darüber. Beziehungsweise wir versuchen, den nächsten der Big Three zu bekommen. Oder was sagt der High Hunter dazu? Natürlich holen wir den. Natürlich holen wir den? Ja. Wahrscheinlich, natürlich. Das ist der Tintenfisch. Meinst du? Ja, wir hatten ja jetzt schon den Wal gesehen, der war aber nicht im Nordwesten. Und den alle haben wir schon, also kann das denn keine andere sein. Na gut, aber hier eiert auch ein Wal rum. Ja, mal gucken. Und solange Marco... Olo? Der Marco-Hai. Der Marco-Hai? Ja. Wo ist der Polo? Der steht noch bei VW. So. Der steht noch bei Lisa in der Kasse. Sind immer noch. Das sind ja, was viele nicht wissen, das sind ja drei verwunschene Lidl-Mitarbeiter. Ja, das stimmt. Ja, ja. Vorarbeiter, Schichtführer und Leiharbeiter. Komm, wir haben das nicht mehr ausgehalten. Nee, die haben Scheiße gebaut. Da wurden sie verwunschen von der Prinzessin. Echse oder was weiß ich. Und wir befreien sie eigentlich. Ich höre schon wieder die Hai-Musik. Hier eiert auch ein Hai rum. Ja. Aber wenn der Mac da sein würde. Das ist nicht. Das ist kein Mac. Aber warte mal. Wie viele Wale gibt es? The Whales of Wales. Wenn es nur das zwei geben würde. Den einen hatten wir. Bei dem war aber nichts. Ja, bei dem war auch nichts. Der ist auch geschwommen. Das jetzt irritiert mich. Wir müssen weiter hier rüber, ne? Also das ist schon scheiße, wenn wir oder? Den Mac nicht erleben können. Wir müssen weiter. Ja. Und angeblich sitzt er an der Kante, an der Waterkant von der Karte. Wenn wir unserer Greenshot-Geschichte auf Steam Glauben schenken dürfen. Ja. Ich hab schon wieder kein Wasser mit, ey. Das ist wieder so richtig Billy Bob. Nur wie letztes Mal. Brauche ich auch nicht. Stimmt, schaffst es. Ich sterbe auch ohne Wasser. So. Bis jetzt sehe ich hier aber überhaupt nichts. Nichts. Weiter. Moment, was ist das? Nee. Nebel. Nee, das ist Dreck auf dem Monitor. Ich dachte eigentlich, jo. Kann alles sein. Ist ein Monitor? Nein, das ist Wasser. Aber wir müssen. Ich glaube wirklich, dass es der Kraken ist. Also ich bin mir tatsächlich zu 100% sicher. So 100%ig? Ja, zu 100% sicher. Ich glaube, ich muss nur mehr in Deutsch aufpassen. Nordwest. Hoffentlich haben wir das auch alles richtig auskalkuliert hier mit Nordwest und so. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier ohne Wasser losgeeiert bin. So ein Friseur bin ich doch gar nicht. Mhm. Wasser, du Blöde. War doch schon letztes Mal nichts da. Ja, doch, Wasser haben wir, Nahrung haben wir. Er kann kommen, der olle Octomech. Der Octomech. Egal, was er auf uns einprügeln will. Der Octalmech. Ja. Rektal-Octal. Rektal-Octalmech. Nektalek. Der Rektalek, genau. Der Nektalek. Der gigantische Rektalek. Das ist noch eine Insel. Wird weich. Ich werd hart. Brad the Hitman. Komm, mach mal nicht sexy. Auch keine Boje in Sicht. Gar nichts in Sicht. Außer ein Sonnenuntergang. Ich hab so das Gefühl. Das sieht schon wieder ganz übel aus. Boys. Das ist ja auch. Ich habe Angst, dass wir irgendwas passiert, wenn wir aus der Karte rausgehen. Da passiert nichts. Da bin ich schon gegen da, ja. Was ist da passiert? Gar nichts. Du bleibst einfach stehen und sieht ein bisschen aus wie
Schlechte Pixel-Grafik. Nicht gut. Ja, die Publisher wahrscheinlich auch. Jo, jetzt gucken wir auch noch direkt in die Sonne. Jetzt geht auch noch die Sonne unter, damit wir gleich gar nichts mehr sehen. Hervorragend. Das ist gutes Timing. Sehr gut losgesegelt. Ja. Ist so schön, das Gelände. Jo. Jetzt sehen wir mal gar nichts mehr. Können wir auch lustig erstmal den Anker schmeißen. Warum? Ja, wo soll ich denn hinfahren in der Dunkelheit? Was soll ich denn da finden? Außer den Tod. Eine Lampe, die du benutzen kannst. Ja, toll. Und dann? Kannst du was sehen? Ja, aber doch nicht nach vorne. Schon nicht mehr diese gelbe? Ja, na klar habe ich diese gelbe. Ja, kannst du doch. Ja, was soll ich denn da sehen auf dem Meer? Eine Boje. Ja, wie denn in der Ferne mit diesem Lichtkegel hier? Oh. Ja. Ich meine, wenn du zum Beispiel dagegen fährst. Ja, ja. Wenn ich dagegen fahre, dann brauche ich auch nichts mehr sehen. Dann sagt er mir schon, was ich gefunden habe. Sehr, sehr windig. Wird aber auch früh dunkel hier. Kennt das? 18.50 Uhr. Das muss Winterzeit sein. Es muss ja nicht eine Boje sein, es kann ja auch ein oller Walkadaver sein. Das stimmt. Aber ich tippe auf die Boje. Tippen bringt uns nicht weiter. Hi Hunter. Dann wette ich auf die Boje. Wetten sollte man vorsichtig sein mit. Ich wette auf einen Mac, dass das ein Kraken ist. Wette darauf, wir finden ihn nochmal. Dass ein Kraken ist. Hättest du Fluch der Karibik gesehen, da würde dir das genau erklärt werden. Der Kraken, die Kraken. Die Kraken. Ja, das kommt aus dem Holländisch. Niederländisch. Die Kirk. Das wird dir da erklärt von diesem ollen Piraten mit gibt's dem Holzauge. Gibt es auch Kirk? Kirk? Ja, es gibt Krücken. Ja, weiß ich, bin ich aber gelaufen. Aber. Krank. Man sieht einfach alles. Nix. Was siehst du denn alles? Ist einfach nur dunkel. Ich sehe Meer und ich sehe Himmel. Wow. Alles. Ja, ja, genau. Alles, was da ist, kann man sehen. Und Wolken. Auf jeden Fall verfolgt uns irgendein Viech. Das sagt man immer. Und wir sind gleich am Kartenrand. Und wir sind im Nordwesten. Ja. Und hier passiert mal gar nichts. Weder ein Walkadaver noch so eine olle Boje. Das ist und nicht gut. Wieso ist das gut? Finde ich gut, dass wir nicht angegriffen werden. Deswegen fahren wir aber los. Damit wir angegriffen werden oder damit wir ihn angreifen? Das eine schließt das andere doch Epic gar nicht aus. Moment. Wir müssen doch. Wir müssen ihn doch wegmachen, den neuen Jüster. Mhm. Wie wir das machen, ist doch völlig Lattenhagen. Ob der uns angreift, wir machen ihn weg oder wir greifen ihn. Lucy meinst du? Ja. Weiß aber, was los ist. Dieses altwürdige japanische Essen. Viech. Zeug. Was erfunden wurde, weil die Menschen zu faul waren, den Fisch zu garen. Ja, ja, ich weiß, kenne ich. Ich sehe hier gar nichts. What the
Eines Tages krieg ich dich, Moby Dick. Da ist die. Siehst du das? Was? Was so aussieht wie ein Flimmern. Ja. Wir sind an der Wand. Ja. An der Außenwand. Und wir sind komplett Nordwest gefahren. Komisch irgendwie. Kannst du aber nicht sehen, weil ich da links sitze. Haben wir uns so verkalkuliert? Ja. Nee, können wir ja nicht. Wollen wir hier losfahren? Nord. Also wir sind die ganze Zeit straight. Rechnerisch nach rechts. Norden ist so. Ja, wir sind ja die ganze Zeit so nach oben gefahren. Aber nee, der ist ja ein bisschen... So. Ja. Der ist aber ein bisschen weiter rechts. Ja, genau. Das heißt, in dem Fall jetzt... Wir haben uns ein bisschen... In dem Fall jetzt neu anreißen. Wir sind so gefahren und hier soll er sitzen. Das heißt, wir müssen so rüber. Ja. Korrekt? Ja, korrekt. Korrekte Ansage. Sitzt er dann an der Kante dran? Nicht, dass wir zu nah an der Kante segeln und ihn nicht sehen. Ja, das ist. Also, scheiße mit dem Mac, finde ich. Wenn es wirklich einen Bug gibt, dass wir den Mac nicht bekommen, soll man dann das Spiel beenden. Dann baut man so lange, bis die Katze sauber schmeckt. Man ich denke mal, da gibt es Leute, die spielen das schon. Eigentlich über Tausende von Tagen. Sehr, sehr lange. Ja. Aber Speedrunner gibt es ja auch. Die machen das ja auch in einem Tag oder so. Ja, aber die kriegen ja dann nicht alle Erfolge hin. Ne? Ja. Weil ein Erfolg ist ja schon, dass du 100 Tage hier in diesem Game bleiben musst. Das heißt. Ein Speedrunner kann ja kaum 100 Tage in diesem Game bleiben, wenn er das hier innerhalb von einer halben Stunde durchnagelt, das Ding. Ja, aber Speedrunner sind ja auch nicht so für Erfolge. Die sind ja eher dazu da, um Spiele zu beenden. Eine andere Aussage habe ich auch gar nicht getätigt. Ich habe ja nur gesagt, die werden dann nicht alle Erfolge haben. Ja. 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 Siehst du? Mhm. Du Flöte. Ey. Du Implement. Mist, verflucht. So, ich schaue erstmal, ob wir ihn finden. So, Eagle Eye Sherry, alias der High Hunter, hat irgendwas entdeckt. Das ist... Ist das ein Wahlkadaver? Ich glaube. Ich schaff alles echt. Gleich werden wir es gewahr. Na, aber da irgendein Riesenfischstäbchen, das ist ein Wahlkadaver. Und da ist der Mac. Ja, habe ihn gefunden. Maggie die Mac. Maggie die Mac, schmeck, schmeck, weg da. Sehr gut, das ist der Mac. Ich finde alles. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich voll Bock darauf, wenn die Sonne lacht. Ja, ich würde das Tier nämlich gerne sehen, wenn es uns attackiert. Und der Wal hängt in irgendeinem Netz drin, ne? Ja, damit du auf ihn drauf kannst. Ah. Wie so eine Art Plattform. Aber man kann auf die drauf springen. Ich hab eine Plattform. Ja. Gefunden. Der High Hunter, UHH,
hat den Mac gefunden. Das wird ja nochmal anders interessant. Den wollte ich eigentlich als erstes jagen. Und dann hat der High Hunter mich zum Zitteraal gebracht. Wissen wir aber, wo der Ding ist und du voll bist. Das brauchst du nicht. Ich bin krass, ich hab Wasser mit. Das stimmt. Ups. Da. Okay, hat's mal gehört. Das war das falsche Wasser. Außerdem habe ich Nahrungsrationen mit. Auch Speere mit genug? Klar. Als wäre ich in Urlaub unterwegs. Aber hat man im Urlaub das Speere mit? Ich immer. Für was? Wer weiß, wo ich Urlaub mache. Die dann von der AIDA springen, weil du Hai siehst? Oder? Afrika oder so. Kann man Speere gut gebrauchen. Da ist ein Hai. Hui. So. Watership down. Da ist der olle Kasper. Wenn es jetzt noch hell wird, wäre das super. Wenn. Wir bereiten uns mal vor auf den heftigen... Ich weiß nicht, wie das wird. Der andere war fake. Kann ich zwischen die Zähne nehmen und auf ihn drauf springen? Nein. So einfach geworden. Nicht gut. Ja, Leute, jetzt geht's los gleich, wenn es mal heller ist. Ich hab keinen Bock. Ich hab, weiß ich nicht. So ist das nicht cool. Wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn unsere Waffenkiste? Da. Ja, alles nehmen. Haben wir noch ein Wetter am Platz oder was? Flur! Da geht auch noch hier. Bergwehr, es kommt auch noch. Tatsächlich sind die verbesserten Speere machen richtig Damage. Diese Steinsperre. Man kann ihn auch tatsächlich mit den ganz normalen Speeren töten, aber da brauchst du. Übelst. Der sieht danach aus wie ein Mad Eagle. Also der ist noch schlimmer als dieser komische Zitter. Ein Mac Eagle. Ja, genau. Das ist der Mad Eagle. Mac. Jetzt neu bei Rewe. 6,99 das Pfund. Bei Lidl 5,88. Ja. Im Angebot. Sprechen wir nicht über Lidl. Die haben uns zusammengetan. Wegen den. Vor allem bin ich hier. Auf dieser tropischen, tollen Insel. Bis vor was. Die Reise, die ich gewonnen habe und so. Man erinnert sich. Ja. Wir müssen eigentlich noch einen Ticken näher ran. Ich habe bloß keinen Bock, dass er dann loseiert. Aber er hat dich noch nicht bemerkt. Nee, der frisst ja auch. Wenn er dich bemerkt, dann kriegst du oben eine Anzeige, wie viel AP er hat. Das ist ja so... normal. Ja, erstmal kriege ich die Anzeige Megamac oder irgend so ein Blödsinn. Nein, der Mac. Ist eigentlich, der ist gar nicht groß. Das ist eigentlich so ein ganz normaler Hai, aber nur ein ganz bisschen größer. Hm. Ja, ja. Ja. Nur ein ganz bisschen größer. Also, ich weiß das halt, dass er halt fast wie ein normaler Hai aussieht. Der auch immer bei deinem Boot rumschwimmt. Hier, yeah, Movement. Ich bin so schnell, Freunde. Ich kann durch die Kisten rennen. Erst nein. Das kann der Mac nicht. Das ganze Werk kann sogar durch die Stäbe laufen. Ich glaube auch, tatsächlich, dieser olle Zitteraal konnte gar nicht springen. Der Weil die schon. Plattform so groß ist hier, der hatte gar keine Chance. Dann wurde es krass. Aber wenn der Mac das schon kann. Das wäre doof, ja. Ne? So, wir warten mal ab, bis es ein bisschen heller wird, bis der Hahn uns dreimal verrät oder so ähnlich heißt es ja. Bis es klingelt oder der frühe Vogel mit einem Wurm abhaut und dann geht er los. Dann gibt das Hi-Hat ein Huaha. Mhm. Sushi Alabaster oder sowas. Sushi Alabaster. Ja. Kannst du? Okay. Ist nicht mit Reis. Will ich gar nicht wissen. Wenn es von Lidl ist, dann will ich es nicht wissen. Nee, Lidl hat kein bis Sushi gleich. Alabaster. Bis gleich. So, die Sonne lacht. Die Harpune, der Speer ist bereit. Das Segel nicht hoch machen.
Wollen wir doch mal schauen. Ne, wir nehmen erstmal einen anderen hier, den ollen Fisch. Fischbär grob. Das ist ein Fisch, aber ist so. Sag wer? Ich. Komisch. War gerade in mein Boot gebissen? Würde niemals machen. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, der hat nicht so viel Power wie der Zitteraal. Nee, der Zitter war. Warum sind die beide so easy? Der Zitteraal. Der, guck mal, der. Ja, der. Aber du hast bisher nur fast mit den Holzsperren geworfen. Nee, mit den war besser. Die ersten waren aber die Holz. Und bei dem Aal hast du ja direkt mit dem. Und dann mit dem Holz. Wo ist er? Ach, ich hab mich verhungert. Ist er da auf der linken Seite, seine Haiflosse, so eine Markierung hat. Was denn? Das ist mir gerade. Was war's? Tot. Doch, dumm. Steuerungseinheit. Nein! Die sind aber weg. Wenn du bis an den Boden kommst, sind die leicht zu craften? Eigentlich schon, ne? Auf dem Wein. Warum? Wieso? Meinst du, die liegen da jetzt? Kannst du haben. Nein, glaube ich nicht. Aber ich muss ja auch gehen können. Vielleicht ein bisschen rumlaufen auf dem Fisch. Und dann? Feiern wir uns, oder was? Ja. Dann feiern wir uns. Da liegt gar nichts. Nee, das lohnt sich nicht. So, Kinders. Das haben wir. Jetzt nur noch nach Hause und den nächsten Gegner suchen. Und da sehen wir uns dann wieder. Das wird super. Ups. Der Kraken, den holen wir uns dann auch noch. Diesen riesen Kalmar. Aber erstmal nach Hause und neue Bäre schnitzen. Ja. Brauchen wir. Sind abgesunken in die Ewigkeit. Hat er mitgegessen. Wir sehen uns. Also, war erfolgreich. Der High Hunter hat wieder das richtige Näschen gehabt. Ein Teil noch. Und dann ab nach Hause.